Ja, perfekt. Super. Jetzt wieder alles da. Kurze Zwischenfrage. Sie sind alle eGroupware fit. Das heißt, Sie kennen sich mit eGroupware aus und haben schon damit gearbeitet. Ja, sehr schön. Super. Okay, ich würde es heute sehr, sehr praxisnah machen. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, ich zeige ein bisschen allgemein die Möglichkeiten, die Sie haben in eGroupware mit drei, vier Folien. Das habe ich vorbereitet und danach würde ich einsteigen, mal wirklich in eine Live-Migration. Also das heißt, ich habe eine kleine Excel-Tabelle vorbereitet und würde mal versuchen, die einzulesen und dann mal ein bisschen auf die Kniffe hinzuweisen, die Sie haben. Wo können da Fallstricke sein? Und danach würde ich noch mal eine Fragerunde starten, wo dann jeder seine Fragen stellen kann zum Import. Und das wäre so der Ablauf. Okay, dann würde ich sagen, ich starte die Aufzeichnung und wir legen los. Was gibt es denn grundsätzlich für verschiedene Möglichkeiten des Imports? Also eGroupware bietet verschiedene Schnittstellen. Das eine ist die CSV-Schnittstelle. Das bedeutet, wenn Sie eine Excel-Datei haben, dann können Sie sagen, als CSV speichern. Bitte im Windows-Format speichern. Das heißt, wenn Sie einen Mac-PC haben, bitte sagen, speichern als DOS-Format die CSV-Datei und dann können Sie sie einlesen. Alternativ haben wir die CalDAV-CardDAV-Schnittstelle. Das gilt für Adressen, Aufgaben und Terminen. Das heißt, wenn Sie von einer anderen Anwendung herkommen oder hatten vielleicht Daten mal im Google-Kalender, können Sie dort sagen, als CalDAV speichern und die können Sie dann wiederum in die eGroupware einlesen. Sie können natürlich auch eine eigene Schnittstelle programmieren. Das ist dann eher für die Leute, die sehr, sehr fit im Programmieren sind. Dann gibt es auch die Möglichkeit, direkter importen die Datenbank. Das würde ich eher abraten. Das ist dann interessant. Da haben wir immer so Phänomene, Leute wollen direkt die Daten reinsetzen, dann ändern wir die Struktur und dann klappt der Import nicht. Deswegen ist meine Bitte, arbeiten Sie mit Schnittstellen, arbeiten Sie mit den Möglichkeiten, die wir in der eGroupware bieten und dann wird es auch langfristig erfolgreich sein mit dem Datenimport. Sie können eine CSV-Datei importieren, das werde ich aus dem Beispiel jetzt mal durchführen. Adressbuch, Kalender, Infolog, also die ganzen Hauptanwendungen. Wenn Sie jetzt mich fragen, ob Bookmarks funktioniert, würde ich sagen, nein. Hauptaugenmerk ist jetzt erstmal Adressen, Kalender, Import. Sie können das Ganze auch automatisieren. Das erzähle ich dann nachher noch ein bisschen dazu, wie Sie das automatisieren können. Ablauf des Imports. Also, wie läuft das Ganze ab? Wir müssen erstmal die Quelle wissen. Das heißt, entweder haben Sie ein externes ERP-System, dort können Sie auch Daten exportieren, wenn das System das zulässt. Oder wenn Sie eine Excel-Datei haben, dann exportieren Sie diese Excel-Datei als CSV. Das ist unsere Quelle, damit können wir starten. Dann die zweite Überlegung ist, welche Daten wollen Sie importieren? Das heißt, welche Felder bietet denn überhaupt diese Importdatei? Und da geht es einfach darum zu sagen, wenn Sie den Import machen, habe ich vielleicht die Stadt, habe ich Telefonnummer, welche Felder habe ich? Und da mal zu schauen, was gibt es in eGroupware für Felder, um auch diese CSV-Datei entsprechend vorzubereiten. Dann kommt der nächste Schritt, der heißt Import des Profils. Also wie kann ich dieses Profil anlegen? Es gibt in eGroupware schon ein vorgefertigtes Importprofil. Das wird aber nicht funktionieren, weil Sie nicht immer das Format haben, was eGroupware bietet. Deswegen ist immer das Allerwichtigste, bitte legen Sie ein neues Importprofil an. Das ist der Punkt, eigentlich, wo die meisten daran scheitern. Die lesen nur Importprofil CSV Import, versuchen zu importieren und es wird scheitern. Deswegen machen wir das jetzt mal einmal durch, dass Sie wirklich sehen, wie funktioniert das. Wie erstelle ich dieses Importprofil? Das ist eine Mapping-Datei, die mappt im Prinzip die Felder von Ihrer CSV-Datei mit dem Datenbankformat von eGroupware. Dann empfehle ich immer, ein Backup zu machen, dass man wirklich, falls bei Import was schief geht, Sie einfach wieder zurückkehren können zu dem vorigen Stand. Oder im Hosting ist es ganz einfach, holen Sie sich einfach einen Trial, eine kostenlose Testversion, machen Sie dort den Import, gucken, ob es funktioniert. Das ist auch ein ganz, ganz gängiger Weg, um wirklich diesen Import zu starten. Dann gibt es den Fall, dass Sie sagen, Moment, ich habe mehr Felder als eGroupware bietet. Bei diesem Fall können Sie eigene benutzerdefinierte Felder anlegen. Mal angenommen, Sie haben ein Feld wie Kundennummer, dann können Sie ein eigenes Feld in eGroupware anlegen, dass diese Informationen dort auch rüberkommen.
Das Beispiel werden wir gleich importieren. Dann haben wir die Möglichkeit, den Testimport zu machen. Dann werden die Daten nur in der Vorschauansicht angezeigt und Sie können dann die Daten entsprechend eintragen. Und wenn dieser Import funktioniert hat, dann können Sie es immer weiter automatisieren, dass Sie zum Beispiel sagen, Sie wollen, dass jede Nacht diese Daten importiert werden. Oder wir haben Kunden, die importieren die Aufträge, das sind dann Infologs, zum Beispiel alle 5 Minuten, die kommen dann automatisch ins System rein. Das kann dann sogar so weit gehen, dass Sie automatisch eine Delegation hinterlegen. Wenn Sie Aufträge haben, also Infologs, können Sie sagen, die werden an die und die Person delegiert und dann laufen die ins E-Gruber-System raus rein. Was muss beim automatischen Import noch zusätzlich passieren? Beim automatischen Import die bisherigen Schritte plus E-Gruber ist dann nicht mehr das federführende System. Das heißt, ich empfehle dann immer, diese Adressbücher auf nur Lesen zu stellen. Sonst kommen die Leute auf die Idee, dass sie auch in diesen Adressbüchern was ändern können. Wenn es dann nächtlich überschrieben wird, macht es dann keinen Sinn. Nur wichtig ist, die Administratoren, die müssen das Recht haben, auch diese Sachen wiederum zu verändern, sonst funktioniert der Import nicht. Wie kommt E-Gruber an die Quelldateien? Die können Sie entweder manuell hochladen in die E-Gruber oder bei der Automatisierung verbinden Sie die E-Gruber per WebDAV-Protokoll und der Quellserver kopiert dann diese Dateien automatisiert in E-Gruber hoch und startet dann über einen zeitgesteuerten Prozess dann direkt den Import. Über die Benachrichtigung bekommen Sie entweder eine E-Mail, wenn der Import gescheitert ist, oder Sie sehen, Moment, wie viel Adressen wurde heute Nacht eingefügt, wie viel wurden aktualisiert, wie funktioniert das Ganze. Praxisbeispiel, das ist jetzt der nächste Punkt. Damit würde ich jetzt auf jeden Fall starten. Oder haben Sie noch allgemeine Fragen? Wenn Sie irgendetwas, ich vielleicht nicht richtig erklärt habe oder Sie noch Fragen haben, schreiben Sie bitte Ihre Fragen in den Chat rein und dann können wir die dann jederzeit im Nachhinein drauf eingehen. Das Ganze, was ich jetzt mache, ist live. Das heißt, ich schalte jetzt meinen Bildschirm frei und ich hoffe, dass es auch funktioniert. Falls es nicht funktioniert, dann müssen wir das nochmal einen anderen Termin nachholen. So, können Sie meinen Bildschirm sehen? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich noch nicht. Moment, dann muss ich hier noch was starten. Geben Sie mal ein kurzes Feedback, ob Sie meinen Bildschirm sehen. Wird es noch geladen? Super, jetzt sehen Sie den Bildschirm. Ja, perfekt. Dann fange ich doch mal direkt an. Sie müssen ihn komplett sehen. Ich schalte jetzt auch mal das Chatfenster weg, dass Sie da auch einfach mehr Platz haben, dass ich Sie sehe an der Stelle. Super, jetzt alles gut. Okay, ich habe mich jetzt angemeldet. Das ist ganz neue E-Gruppware. Frei, leer, leerer Raum, da sind keine Adressen drin. Und wir starten jetzt mal, dass Sie sehen, was ich eigentlich importieren möchte. Zeige ich Ihnen das jetzt mal hier direkt. Ich habe hier eine Datei, die habe ich mal genannt Adressen.ods. Okay, die stelle ich erstmal wieder her. Und da sehen Sie, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist eine klassische CSV-Datei. Ich habe Vorname, Nachname, Firma, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon, Mobil und Fax. Ich kann natürlich ganz, ganz viele verschiedene Spalten hier noch einfügen oder was ich auch gerne mache, ist einfach diese Tabelle füllen. Nur jetzt für so einen Testimport macht es keinen Sinn, dass man jetzt hingeht und nimmt jetzt 500 Adressen. Ich würde erstmal mit 3, 4 probieren. Klappt der Import? Kann man das dann auch auf diese 500, 5000 oder 10.000 anwenden. Wenn ich diese Excel-Liste oder OpenOffice-Datei habe, einen Klick, Datei, speichern unter und jetzt speichere ich es als, und jetzt was ich vorhin gesagt habe, als CSV-Datei. Das heißt Text CSV, Adressen CSV, speichern. Ich habe das schon als Adressen-Import gespeichert, aber ich überschreibe es nochmal. Das ist jetzt gespeichert. Jawohl, das möchte ich auch so machen. Trennzeichen, wenn der Zeichensatz gefragt. Ich würde überlegen, dass ich hier westeuropäisch nehme. Feldtrenner, Semikolon. Okay. Wurde gespeichert. Dann schließe ich das hier. Ich gucke mir jetzt aber trotz allem nochmal an, wie das Ganze aussieht.
Das ist jetzt das Falsche, was er jetzt geöffnet hat, diese CSV-Datei. Da sehen Sie, das ist der Header hier oben. Dann kann sich die Gruppe orientieren, was die einzelnen Spalten sind. Und ich habe Vorname, Nachname, alles schön sauber getrennt. Das ist ein Ausgangspunkt, der sollte eigentlich so sein. Und damit kann ich starten. Okay, wenn ich jetzt in die E-Gruppe reingehe, dann sehen Sie, ich bin als Admin angemeldet. Das heißt, ich habe hier die Administration und ich habe hier das Modul Import-Export, weil das brauche ich, um Daten zu importieren. Falls Sie bei Ihnen kein Import-Export-Modul hier haben, dann bitte gehen Sie in Ihre Administration und geben sich das Recht dazu. Ich mache mal einen ganz kleinen Ausflug auf die Administration, auf die Benutzergruppen. Gehe jetzt hier auf meine Gruppe, das ist die Admins-Gruppe, mache einen Rechtsklick und sage Gruppe bearbeiten und schaue hier nach, okay, habe ich Zugriff auf das Modul Import-Export? Und Sie sehen, der Haken hier ist gesetzt. Damit wird es funktionieren. Das ist nur für den Fall, dass Sie Import-Export nicht sehen. Ich gehe wieder zurück und ich kann hier auf Importieren klicken. Und Sie sehen, dann brauche ich aber ein Profil. Und dieses Profil, das habe ich jetzt hier in der Vorbereitung mal angelegt. Aber wir machen es nochmal zusammen. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist hier nichts. Sie sehen nur Adressbuch CSV Import. Und wenn Sie das machen wollen, bekommen Sie eine Warnung. Ich kann es mal machen, dass Sie sehen, was dann passiert. Ich sage aus der Vorlage auswählen. Ich nehme hier jetzt auf meinem Desktop. Ich nehme jetzt mal die Datei. Und Sie sehen dann, ich bekomme sofort eine Warnung von eGroupware, wenn ich Import sage. Die Zuordnung der Spalten passt nicht, weil das eine nicht zu dem anderen passt. Deswegen ist es wirklich so wichtig, dieses eigene Profil anzulegen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Profil definieren. Und hier oben rechts auf Hinzufügen. Neues Profil hinzufügen. Jetzt sehen Sie, diese Importschnittstelle ist für alle möglichen Sachen zu importieren. Ich kann Nutzerkonten importieren, ich kann Benutzergruppen importieren, ich kann Termine importieren, ich kann Adressen, ich kann Projekte importieren, Ressourcen, Stundenzettel und Tickets aus dem Verfolgungssystem. In unserem Beispiel geht es jetzt wirklich nur um Adressimport. Weiter. Was möchte ich machen? CSV Import, V-Card. Ich sage aber bitteschön CSV Import. Weiter. Der Name des Profils. Hier trage ich ein Webinar Import Adressen. Weiter. Jetzt möchte er die Datei haben, also die CSV-Datei, die ich eben ausgewählt habe. Bitte CSV, nicht Excel. Sonst klappt der Import nicht. Öffnen. Weiter. Jetzt werde ich gefragt, Feldtrenner, Semikolon haben wir ausgewählt, Zeichensatz ist jetzt hier UTF-8. Das richtet sich natürlich nach dem Format, wie Sie es abgespeichert haben. Wenn Sie gesagt haben UTF-8, dann muss man hier auch UTF-8 wählen. Wenn Sie in Ihrer Datei gesagt haben, wie ich ISO-Zeichensatz, dann muss ich jetzt hier auch wiederum westeuropäisch ISO 8859-1 auswählen. Zeilen überspringen. Sie erinnern sich, in der Datei, da war der Header gewesen mit Vorname, Nachname. Da ist es ganz wichtig, hier auch zu sagen, jawohl, ich hätte hier gern die Zeile, eine Kopfzeile überspringen, weil das will ich nicht in meiner Datei haben. Kategorien aktualisieren, das ist für den Fall, dass Sie auch Kategorien mit drin haben in Ihrer Datei, dann können Sie die wiederum neu hinzufügen oder überschreiben, wenn Sie Namen ändern der Kategorien. Aber wir machen das Beispiel ohne Kategorien. Format, da können Sie noch sagen, ob Sie die Beschreibungen verwenden wollten der Spalten oder direkt die Werte in der Datenbank. Ich würde immer empfehlen, verwenden Sie die Beschreibungen. Und jetzt kommt der Punkt mit dem Mapping. Wir kriegen hier eine Warnung. Achtung, es gibt keine Kontakt-ID. Das ist dann interessant, wenn Sie nochmal einen weiteren Import machen, also wenn Sie die Daten aktualisieren wollen. Das heißt, wenn Sie bestehende Daten aus der E-Gruppe exportieren, dann gibt es hier sogenannte Kontakt-IDs. Das ist der interne Schlüssel der E-Gruppe. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie importieren die Datei,
dann wollen sie ja, dass die Daten aktualisiert werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Contact-ID dort mit drin hat. In unserem Beispiel brauchen wir das jetzt aber nicht, weil wir machen einen Erstimport. Was Sie sehen, ist, dass Vorname, Nachname vom System automatisch erkannt wurde. Das heißt, Vorname habe ich hier drin, Nachname habe ich hier drin. Firma hat das System nicht erkannt. Und das ist ein bisschen dazu, wenn ich diese Namen nicht so nenne wie in der E-Group wäre, dann muss ich diese Zuordnung manuell machen. Das ist aber nur einmal notwendig. Das heißt, Firma, ich klicke das hier auf und sage, Firma heißt Organisation in E-Group wäre, Straße. Jetzt gibt es bei uns verschiedene Felder. Das heißt, es gibt Straße geschäftlich und Straße privat. Sie können jetzt hier wie ich hier nach unten scrollen oder Sie tippen den ersten Buchstaben, zum Beispiel S, und dann bin ich sofort auf Straße geschäftlich. Postleitzahl, dasselbe. P, privat, muss ein PLZ geschäftlich, nämlich hier. Ort heißt in E-Group Stadt. Stadt, privat. Stadt, geschäftlich. Telefon. Telefon dienstlich. Mobil ist Mobiltelefon, Fax ist Faxgeschäft. Und so können Sie immer weitermachen. Hier rechts Nachbearbeitung, das bedeutet, wenn Sie jetzt dem Ganzen eigene Werte zuweisen wollen oder wenn Sie das Ganze noch übersetzen wollen, das ist dann eher so eine Expertenfunktionalität. Weiter. Dann kommt jetzt die Matrix der Aktualisierung. Das heißt, ich kann es dann verwenden, wenn ich sage, ich möchte Felder aktualisieren. Das ist dann beim automatischen Import ist es wichtig. Da komme ich aber nachher nochmal drauf ein. Dann kann ich sagen, wenn es diese Datei schon gibt, dann möchte ich sie aktualisieren. Ansonsten möchte ich sie ersetzen. Machen wir im zweiten Schritt. Jetzt sage ich weiter. Dann fragt er mich, in welches Adressbuch ich diese Daten importiert haben möchte. Und jetzt kann ich sagen, persönliches Adressbuch. Oder die Gruppe Default oder mein persönliches Adressbuch des Importeurs. Ich sage jetzt bitteschön, Gruppe Default ist für mich mein Beispiel. Und ich sage weiter. Dann kommt die Frage, wer darf denn mein Profil überhaupt verwenden? Jetzt kann ich sagen, alle Benutzer oder die Gruppe Admins oder Default. Das ist dann interessant, wenn ich das Profil an alle zur Verfügung stellen will. Es macht aber wirklich nur Sinn, wenn dann alle auch diese Quelldatei haben, die sie dann bearbeiten. Sonst müssen sie ja wieder ihr eigenes Profil erstellen. Ich sage jetzt in dem Fall, die Gruppe Admins darf das bearbeiten und ich sage fertig und damit ist mein Profil erstellt. Jetzt kann ich hier einen Rechtsklick machen. Webinaradressen. Dort sehen Sie, da können Sie Exportdefinition erstellen, Sie können das Profil ändern, Sie können Zeitplan, das wäre dann die Automatisierung. Oder ausführen. Ich sage jetzt ausführen. Damit wird mein Profil jetzt ausgeführt. Er fragt mich, welches Profil er verwenden soll. Hier ist nochmal der Haken. Achtung, hier steht es auf V-Card. Ich muss jetzt nach unten scrollen und muss sagen, okay, bitteschön, ich möchte mein Profil verwenden. Trennzeichen von der Vorlage oder gesondert eintragen. Ich sage es von der Vorlage. Datei auswählen. Jetzt nehme ich meins. Und jetzt gucke ich nochmal nach meiner Datei. Da ist sie. Die möchte ich importieren. Jetzt kann ich sagen, Testimport, nur Test oder direkter Import. Ich sage jetzt erstmal nur Test, weil ich möchte die Vorschau sehen. Beziehungsweise in einem Live-System würde ich sagen, hier Sicherung der Daten, dann würde mir ein Backup meiner E-Group-Daten erstellen und dann würde ich importieren. Jetzt hier in der leeren Datenbank brauchen wir das nicht und ich sage Import. Jetzt sehen wir Folgendes. Prozent 1 unbekannter Typ als Kontakt importiert. Das ist eine Warnung. Das heißt, er würde 3 importieren, aber Achtung, Warnung. Das kommt daher, es gibt verschiedene Adressbuchtypen. Das heißt, Sie können sagen, es gibt gelöschte Kontakte, es gibt vielleicht Organisationen, vielleicht haben Sie auch eigene Typen angelegt. Und deswegen kann ich Ihnen Trick nachher zeigen, wie Sie diese Warnung wegkommen. Wir arbeiten auch daran, das zu optimieren, das zu verbessern. Aber ich kann Ihnen jetzt nur den Stand zeigen, den Sie direkt in E-Group sehen.
Und wenn ich Ihnen jetzt was anderes zeige, was vielleicht schon in der Entwicklung weiter ist, dann werden Sie mich fragen, warum geht es denn nicht so, wie Sie es geschrieben haben. Deswegen zeige ich Ihnen den aktuellen Stand, den auch in Ihrer eGroupware 14.3 vorhanden ist. Und ich sage jetzt importieren. Wähle nochmal die Datei aus. Öffnen. Importieren. Drei Einträge ausgeführt. Und jetzt gehen wir in so ein Adressbuch rein. Und Sie sehen, alle drei Einträge sind hier drin. Die kann ich jetzt auch öffnen. Und damit ist der erste Import, ich sag mal, abgeschlossen. Ich gehe mal kurz in den Chat. War das für Sie verständlich mit dem Import? Geben Sie mal eine kurze Rückmeldung. Okay, super. Alles gut. Okay, dann würde ich mal fragen, wen interessiert denn der automatische Import oder wer ist noch an anderen Themen interessiert des Imports? Schreiben Sie mal kurz rein, dann würde ich mal darauf noch mal genau eingehen. Weil ich würde vielleicht gerne noch mal ein bisschen zeigen, wie sieht das Ganze mit benutzerdefinierten Feldern aus? Genau, Feld hinzufügen. Herr Böhm, super. Automatischer Import, ja. Okay, beides. Timesheet-Import, okay. Import von Tickets, okay. Wir fangen mal mit automatischem Import und eigenen Feldern an, weil das ist dafür genauso wichtig. Was würde jetzt passieren? Ich mache das jetzt mal. Wir gehen wieder in unsere Datei hier rein. Und wir machen mal ein neues Feld. Ich sage mal, das heißt jetzt Kundennummer. Und sagen wir mal, der hat die Kundennummer 1, 2, 3, 4. Der hat die Kundennummer 4, 4, 4. Und der hat die Kundennummer 5, 5, 5. Speichern. Datei. Speichern unter. Jetzt wähle ich wieder hier als CSV-Datei aus. Speichern. Ja, ich möchte die Datei überschreiben. Trennzeichen machen wir wieder das Semikolon. Ich nehme wieder mein ISO. Okay. Das Ganze ist gespeichert. Kann ich das wieder schließen? Guck mir nochmal die Datei an und ich sehe, jawohl, hier hinten habe ich Kundennummer mit drin. Perfekt. So, jetzt brauchen wir noch das Feld Kundennummer. eGroupware hat das Feld ja noch nicht. Das heißt, wir machen jetzt mal einen Ausflug in die Administration. Das heißt, im Adressbuch habe ich hier den Seitenreiter Admin. Und hier gibt es benutzerdefinierte Felder, also eigene Felder. Jetzt sage ich Felder hinzufügen. Hier steht hinzufügen, also Feld hinzufügen. Und das Feld heißt Kundennummer. Das ist vom Typ Textfeld. Sie könnten hier auch sagen, Sie wollen eine Auswahlbox haben, einen Radium-Button, ein Datumsfeld. Also Sie haben hier alle Möglichkeiten, verschiedenen Feldern anzulegen. Wenn es ein Pflichtfeld ist, schreiben Sie hier benötigt. Ich sage Speichern. Damit ist mein Feld gespeichert. Ich könnte aber auch dem Feld aber nochmal sagen, dass das Feld zum Beispiel nur einer bestimmten Nutzergruppe zur Verfügung steht. Aber in dem Fall sagen wir, das darf jeder lesen. Wenn ich jetzt ins Adressbuch gehe und ich öffne jetzt diesen Datensatz und ich klicke jetzt auf Extra, dann sehen Sie, ist hier meine Feldkundennummer hin hinterlegt. Und ich sage jetzt, diese Kundennummer hat jetzt den Wert 111111. Den habe ich nirgends verwendet. Dass Sie sehen, was jetzt gleich passiert. Jetzt habe ich natürlich ein neues Feld, das heißt, mein Import wird jetzt scheitern. Das heißt, ich muss mein Profil wieder bearbeiten, das heißt, ich klicke hier drauf, Profil definieren. Ich mache einen Rechtsklick, öffnen dieses Profils, Adressbuch, weiter, CSV Import, weiter. Das heißt, ich kann es immer wieder bearbeiten, solange sich meine Datei nicht ändert. Kann ich das Profil immer wieder verwenden? Okay, Adressen, jawohl, weiter.
Und jetzt frage ich mich der Datei. Ändert sich die Datei nicht, würde ich jetzt weitermachen. Aber ich hat sich geändert, also wähle ich diese Datei aus. Weil manche machen den Fehler, sie wollen dann immer die Datei auswählen. Nein, brauchen sie nicht. Bitte nur, wenn sich die Felder ändern. Adressbuch Import. Da ist es. Öffnen. Weiter. Zeichensatz, das hat er sich alles gemerkt, das passt. Jetzt hat er diese, sobald sich Dateien ändern, hat er das weggenommen. Und wir müssen es nochmal neu ausfüllen. Also Firma, haben wir gesagt, ist Organisation. Straße ist Straße geschäftlich. Postleitzahl ist PLZ. Nicht privat, sondern PLZ geschäftlich, Ort ist Stadt, geschäftlich, Telefon ist Telefon, dienstlich, mobil ist Mobiltelefon. Fax ist Fax. Ich mache jetzt mal einen Fehler. Ich sage jetzt mal, dass das Fax soll bitte nach Telefon privat. Dann können wir es nachher auch mal sehen, wie kann ich damit umgehen, wenn das ins Falsche kommt. Kundennummer hat er zur Kundennummer gemacht. Super. Wenn Sie dieses Thema hatten, wie wir, dass er diese Warnung mit dem Typ hat, dann gibt es einen einfachen Trick, den ich Ihnen jetzt zeige. Sie sagen hier bei Extra, da können Sie weitere Felder eintragen und dem direkten Wert zuordnen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, der Feldtyp, dafür hatte ich keine Spalte. Ich kann sagen, der Feldtyp bedeutet, da soll ein N rein. Dieser Typ automatisch mit N vorbereitet und damit bekommen Sie keine Warnung mehr. Das ist so ein kleiner Trick, den ich Ihnen jetzt verrate und damit bekommen Sie auch keine Warnung mehr. Weiter. Und jetzt kommt diese Bedingung. Jetzt kann ich sagen, wenn das Feld Kundennummer bereits besteht, also wenn da ein Wert drin ist, dann soll er das Ganze aktualisieren. Und wenn das Feld, wenn da nichts drin steht, ist es neu, dann soll er den Datensatz einfügen. Und das ist eigentlich die einzige Bedingung, die Sie hier brauchen. Sie können noch weitere Bedingungen hinzufügen. Sie könnten aber sagen, wenn die Kundennummer gleich so und so ist, und dann können Sie hier eine schöne Matrix aufstellen. Ich sage jetzt weiter. Mit der Gruppe Default weiter. Fertig. Jetzt habe ich mein Bild aktualisiert. Jetzt habe ich natürlich hier diese Daten. Hat natürlich keine Kundennummer, also wird er das Ganze verdoppeln. Ich würde mal sagen, wir löschen das jetzt nochmal raus. Und importieren nochmal neu. Profil importieren. Nehme ich wieder diese Vorlage. Ich sage durchsuchen. Jetzt nehme ich wieder meine Datei. Ich kann jetzt nochmal Testimport machen, dass Sie sehen. Aha, da ist das Feld Kundennummer drin. Okay. Aber da war jetzt keine Warnung mehr mit dem Typ. Import. Drei ausgewählt. Jetzt sind die hier drin. Und jetzt gucken wir mal nach, ob jetzt die Kundennummer auch zu sehen ist. Die Kundennummer ist hier drin. Und jetzt ändern wir was. Das heißt, ich sage hier jetzt mal, die Kundennummer ist 111. Ich kann mal hier über diesen Spaltenselektor auch das Feld Kundennummer anzeigen lassen. Das heißt, ich sage hier, bitteschön, zeig mal die benutzerdefinierten Felder an. Wo ist mein Feld hin? Interessant. Gut, Nummer finde ich hier jetzt nicht. Ich glaube, es sagt langsam, ich muss einmal neu laden. Und danach habe ich das hier in der Auswahlliste drin. Genau, benutze für die Felder. Okay. Jetzt haben wir hier auch die Kundennummer drin. So. Und jetzt ändere ich mal hier den Mustermann um.
Ich sage, es ist nicht Mustermann, sondern das ist Muster Martin, sondern ich sage Georg. Test. Und jetzt sage ich, nehme ich mal Martina raus. Die lösche ich jetzt weg. So, das heißt, ich habe es mal geändert. Ich will einfach mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt wieder importiere. Der Regelfall ist ein anderer. Der Regelfall ist eigentlich, dass in der Datei was ändert und das wird dann importiert. Und jetzt sage ich importieren. Ich brauche jetzt keinen Test mehr. Ich sage dieses Profil. Und jetzt wähle ich hier Datei aus. Ich nehme wieder dieselbe Datei. Und jetzt sage ich Import, kein Test, direkt Import. Wir sehen jetzt, er hat zwei aktualisiert, nee, einen Datensatz aktualisiert und zwei eingefügt. So, wir sehen, das Reich Martina ist neu eingefügt, das ist richtig. Der hier wurde bearbeitet, wieder zurückgesetzt. Ich sehe auch die Änderung, wenn ich das öffne. In der Historie. Wir sehen, was verändert worden ist durch den Import. Und wir sehen jetzt, dass Bäcker Stefan doppelt drin ist. Jetzt fragen Sie sich ja, Moment, Sie haben mir doch gesagt, es bleibt gleich. Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich habe ja die Kundennummer, ich habe das Merkkennzeichen verändert. Und weil ich das Merkkennzeichen verändert habe, findet er diesen Datensatz nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass dieses Kennzeichen ein eindeutiger Schlüssel ist aus Ihrem ERP-System. Weil nur so funktioniert dieser automatische Import. Ich zeige Ihnen jetzt, was passiert, wenn ich die Datei bearbeite. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf meine Datei und ich sage jetzt, dass Bäcker Stefan nicht mehr in Mainz wohnt, sondern in Frankfurt. Und wenn ich jetzt meinen Import nochmal starte, importieren, auswählen, Test wegmachen, Import. Dann sehen Sie, drei ausgeführt und nur ein Datensatz aktualisiert. Er hat auch nur den Datensatz wirklich aktualisiert, der sich in der Datei geändert hat. Und jetzt sehen Sie hier, Frankfurt ist aktualisiert. Der hier oben, den brauche ich nicht mehr, den kann ich auch einfach weglöschen. Ich kann aber auch jetzt einfach sagen, ich lösche jetzt das auch weg durch den Import. Kommen die immer wieder automatisch rein. Und so habe ich den schönen Weg. Jetzt haben ja ein paar gefragt, wie funktioniert das? Der prüft immer alle Dateien, der prüft auch alle Felder. Wie funktioniert jetzt diese Automatisierung? Weil da scheitern auch die meisten, die sich jetzt mit dem Import beschäftigen. Ich brauche einen Ort, an dem ich diese Daten ablegen kann, diese Dateien. Und dafür haben wir den Dateimanager vorgesehen. Das heißt, im Dateimanager klicke jetzt mal auf Home. Da habe ich alle Anwendungen, dann klicke ich auf Dateimanager. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel Home Sysop. Das ist der Pfad dieses Benutzers. Ich würde immer empfehlen, legen Sie einen eigenen Benutzer an mit eigenen Zugriffsrechten für den Import. Weil dann können Sie sagen, auf Ihrem System tut er per WebDAV dieses Verzeichnis mounten, zum Beispiel Home Importer oder Home Import, und dort legen Sie Dateien ab. Das heißt, ich kann jetzt für den Test mal sagen, Datei auswählen und kopiere diese Datei mal hier rein. Das wäre auch der nächste Schritt der Automatisierung, die Datei hier rein zu kopieren. Und danach kann ich sagen, okay, zweiter Schritt ist diese Datei automatisch dieses Verzeichnis hochkopieren per WebDAV. So, Home Sysop, kopieren wir das jetzt. Und wie läuft jetzt die Automatisierung ab? Die Automatisierung läuft so ab. Ich gehe zurück zum Admin-Modul, ins Adressbuch, ins Profil definieren. Ich gehe jetzt auf mein Profil und sage Rechtsklick. Zeitplan. Und jetzt sage ich, okay, Import, Adressbuch, ich wähle mein Profil aus. Import. Und Webinar, es passt alles. Und jetzt kommt der Kniff. Woher soll er es nehmen? Entweder zieht er das per HTTP oder HTTPS von einem Server oder er nimmt diese Datei. Und da ist jetzt wichtig, was hier steht. Das ist ein Beispiel.
Das Beispiel heißt, ich muss immer das hier sagen. Das steht zwar nicht hier, aber es ist wichtig zu wissen, warum. VFS Doppelpunkt bedeutet, er soll es aus dem eCopy-Dateiverzeichnis nehmen, also aus dem virtuellen Verzeichnis VFS. Dann der Name der Installation. Das ist in der Regel, ist es Default. Das heißt, ich brauche hier Default. Ansonsten, wenn ich mehrere Installationen von eGrubber auf einem Server habe, ist es hier unterschiedlich, aber in unserem Fall in der Regel immer Default und dann Home Sysop oder Home des Importers oder Gruppenverzeichnis. Und dann sage ich, wann soll dieser Import stattfinden? Und ich sage, bitteschön, jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag, jeden Wochentag oder zum Beispiel, wenn ich sonntags keinen Import haben will, dann mache ich 0 bis 5. Wann? Jede Stunde zum Beispiel und alle 10 Minuten. Oder zum Beispiel nachts, bitteschön, um 2 Uhr. Wir können für unseren Beispiel das mal machen, dann sehen wir das nachher. Wir könnten mal sagen, zum Beispiel um 15.50 Uhr zum Beispiel gespeichert und danach läuft automatisch der Import durch. Ich löschte jetzt mal raus, um einfach zu sehen, dass die nachher automatisch hier reinkommen. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Fragerunde, weil wir haben ein bisschen von der Zeit her wahrscheinlich überzogen, aber ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Sie haben gefragt, wie sieht das Ganze aus mit Timesheet, wie sieht das Ganze mit Tickets aus? Im Endeffekt komplett gleich, weil was sich nur ändert, ist hier eine Sache. Das heißt, wir klicken hier rein und sagen hinzufügen. Ich sage hier Stundenzettel. Ich sage weiter. CSV Import, das heißt, es ist genau dasselbe Schritt, genau dieselben Dinge, die wir machen. Ich wähle mal meine Datei aus, ist natürlich falsch, die passt für unser Beispiel hier nicht, aber dass Sie sehen, wie das Ganze weitergeht. Ich sage hier öffnen, weiter, Sie sehen, ich habe hier noch Start hier mit drin im Stundenzettel und aber an sich ist es komplett gleich, nur mir fehlen hier ich sag mal hier Status überspringen, weiter. Und jetzt sehen Sie hier auch wiederum die Liste der Felder. Also Sie sehen, es ist von der Art und Weise komplett gleich. Und das können Sie, nachdem Sie das Prinzip verstanden haben, können Sie es für alles anwenden. Jetzt gucke ich mir die Fragen nochmal an. Einen Moment. Haben Sie noch Fragen bis hierhin? Dann würde ich nämlich automatische Import haben wir gemacht. Sind Sie noch da? Geben Sie mir mal ein Feedback. Können Sie mich noch hören? Ist noch alles klar? Sind Sie noch hier? Da war nur eine Frage, hallo, was denn einfach Haken gesetzt werden sollen? Verstehe ich nicht. Herr Rhein, können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen? Dirk Kube schreibt, kann man auch nutzerspezifische Adressbücher zentral importieren? Bin mir nicht ganz sicher, was Sie jetzt meinen. Wenn Sie sagen, Sie wollen in das Adressbuch des Benutzers importieren, ist es auch kein Thema, weil das Adressbuch hat auch eine Nummer, also einen Namen des Adressbuchs, eine ID. Und so können Sie auch in das Adressbuch desjenigen importieren. Oder Sie erstellen eine eigene Gruppe. Und Sie machen dann 5 Durchläufe und sagen, diese Adressen sollen in das Adressbuch A rein, die ins Adressbuch B. Also entweder über zentral oder Sie sagen, Sie machen 10 Importläufe jeweils für das eigene Adressbuch. Also diese Möglichkeit haben Sie. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Das heißt, bezahlt, wir haben im Adressbuch Dinge, die angehakt werden können. Ja, selbstverständlich. Sie können ja eigene Felder definieren im Adressbuch, ob derjenige bezahlt hat oder nicht halt hat. Und das sind
sogenannte Ja-Nein-Felder, also Checkboxen. Und die können Sie genauso anlegen und Sie sagen dann in Ihrer CSV-Datei entweder 1 für das Feld ist gefüllt oder Ja für das Feld ist gefüllt. Und wenn Sie das an der Stelle so machen, geht das genauso. Wenn die CSV-Datei Feldnamen hätte, die zur IGROWER passen, würde die Felder automatisch zu Ja genau, Herr Roth, genauso ist es. Wenn das übereinstimmt, ist es kein Problem, dann müssen Sie gar nichts zuordnen. Also Sie sehen das dann an der Stelle und können darüber arbeiten. Dirk Kube schreibt, Nutzer A mit Adresse 1, Nutzer B im Adressbuch 2 in der Anwendung EGW zentral übernehmen. Nutzer A Adressbuch 1, Nutzer B im Adressbuch 2. Ja, genau, das ist auch zentral möglich, weil wenn Sie mal hier reinschauen, wenn Sie ins Adressbuch gucken, dann sehen Sie hier, Adressbuch, der Admin muss Rechte auf dieses Adressbuch haben. Persönlich ist mein persönliches Adressbuch. Und damit wäre es der Benutzer A. Das heißt, die Adressen, die Sie haben, wenn Sie in der Adresse diese Aufteilung machen, ich zeige es, dann können Sie es auch in das Adressbuch machen. Ich gehe mal hier kurz nochmal auf Profil definieren. Dann sehen Sie, was für ein Feld Sie zuordnen müssen. Das heißt, ich sage jetzt nochmal öffnen. Wir gehen mal weiter. Öffnen. Weiter, 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 weiter. Und hier sehen Sie, es gibt hier auch, wenn Sie ein Feld hätten, Adressbuchtyp oder Adressbuch, Entschuldigung, da haben Sie hier etwas, das nennt sich Adressbuch. Und da, wenn Sie wissen, das ist das Adressbuch von dem Martin, dann ist es das persönliche Adressbuch von dem Martin, dann können Sie entweder den Namen reinschreiben oder die Adressbuch-ID. Die Adressbuch-ID bekommen Sie entweder durch einen kleinen Trick raus, den ich Ihnen gerne zeigen kann, oder Sie schreiben den Namen des Adressbuchs in Ihre CSV-Datei rein. Und dann haben Sie so die Ordnung. Das heißt, Sie haben ein Profil und Sie entscheiden an der Stelle, in welches Adressbuch diese Daten rein sollen. So, ich gucke nochmal nach den Fragen. Herr Huber, hat sich Ihre Frage damit erledigt? Habe ich sie beantwortet? Danke. Okay, super. Der Herr Lehmann hat noch geschrieben, was passiert mit der CSV-Datei nach dem automatischen Import? Das hängt davon ab, was Sie eingestellt haben. Ich gehe nochmal zurück auf mein zeitgesteuertes Profil. Wenn Sie es hier im Rechtsklick nicht finden, gibt es hier auch die Möglichkeit, unter Anwendungen zu gucken. Import-Export und da sehen Sie hier Zeitplan. Da klicken wir jetzt drauf und da sehen Sie, das ist mein Zeitplan. Ich bearbeite das Profil nochmal und dann sehen Sie hier Delete Files After Import. Das heißt, die Dateien bleiben hier stehen, es sei denn, Sie sagen, dass Sie die Datei löschen wollen. Sie können auch einen ganzen Ordner angeben, dann würde er alle Dateien in einem Ordner importieren. So, in 2 Minuten läuft hier der Import, 15:50 Uhr. Ich gucke jetzt nochmal. Okay, die Frage ist beantwortet. Habe ich irgendeine Frage übersehen? Schreiben Sie mir noch mal ganz kurz, wenn Sie noch Fragen haben. Also ich sehe es alles beantwortet. Was wir natürlich immer anbieten, ist auch unsere Unterstützung. Das heißt, wir haben natürlich ein Wissen, weil wir das täglich machen. Wir machen täglich ganz, ganz viele automatischen Imports mit komplexen ERP-Systemen, wo wir Daten rausziehen. Wir haben auch schon das Thema SQL gehabt, dass aus dem ERP-System Daten dann gespeichert werden in einer CSV-Datei. Wir haben am Rande auch Kunden, die sagen, sie würden gerne die Datenbank, die IGROWER-Datenbank anzapfen, um Excel oder Access-Reports zu machen. Also wir haben da in dem Datenimport-Export natürlich ein erhebliches Know-how, das wir sehr gerne mit Ihnen teilen. Das sind aber immer individuelle Projekte und da heißt unser Thema, bitte helfen Sie uns, indem Sie uns ein Support-Budget geben.
Das heißt, man vereinbart einen Zeitrahmen. Sie kaufen so viel 2, 5, 8 Stunden Support und anhand von dem Supportbudget tun wir mit Ihnen gemeinsam das einrichten. Oder Sie sagen zu uns, machen Sie das, aber ich habe keine Zeit, richten Sie es für mich ein. All diese Möglichkeiten haben wir an der Stelle. Jetzt noch eine Frage, gibt es ein aktuelles Handbuch? Nein, aktuell gibt es noch kein Handbuch für die Version 14.3. Kann ich leider nicht mit Ihnen, sonst hätte ich Ihnen das gerne nochmal vorgestellt. Aber ich wollte Ihnen jetzt heute mal zu dem Thema Import eine Hilfe geben, damit Sie auch den Import alleine durchführen können. Ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Webinar, wenn Sie mal kurzes Feedback geben könnten. Und was Sie noch Themen sind, die Sie interessieren, gibt es eine API? Ja, über das Thema haben wir schon mal gesprochen, API. Da würde ich gerne mal ein extra Webinar zu dem Thema API machen, weil wird bald ein neues Modul in der iGruppe geben, ein sogenanntes Workflow-Modul. Dieses Workflow-Modul wäre dann eine Basis, die Sie ansteuern könnten, weil das hat auch eine REST-API und das wäre für Sie natürlich hochinteressant an der Stelle. Das heißt, Automatisierung von Arbeitsprozessen, wo Sie iGruppe auch mit einbinden können. Und das ist was, was ich gerne mal separat dann Ihnen noch mal zeigen kann. Das Modul kennt noch keiner von Ihnen, einfach weil es so brandneu ist, dass es noch nicht da ist. Und das haben nicht wir geschrieben, sondern eine Partnerfirma von uns. Und das wollen wir im Januar vorstellen. Unser Plan ist auch, einen Webinarplan zu erstellen. Das wird dann aber erst im neuen Jahr passieren, dass wir so einen Rhythmus haben, alle 2 Wochen ein Webinar zu interessanten Themen, wo man dann sagen kann, okay, was steht jetzt auf dem Plan? Was sind noch Themen, die Sie interessieren, dass Sie einfach kontinuierlich das Wissen bekommen, um eGropware für Sie, für Ihre Prozesse so optimal zu nutzen? Ansonsten würde ich sagen, wir sind ein bisschen über der Zeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, werden wir das Ganze auch aufzeichnen. Das heißt, Sie bekommen von uns dann noch den Link, wo Sie es jederzeit nochmal anschauen können. Und Webinarplan kommt dann nach Weihnachten. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, wenn wir uns nicht mehr hören, eine tolle Zeit, frohe Weihnachten, ein frohes Fest, einen schönen guten Start ins neue Jahr. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.